Es ist sein erster Tag in Berlin. Und egal, wo Joey auftaucht, niemand kann sich seinem Charme entziehen. Der ist voll süß, auch wenn er nicht echt ist. Oh, ist ja mein. Und auch der Sabbat. Ja, ja. Von drei Schauspielern wird Joey zum Leben erweckt. Doch die Berliner reagieren, als wäre er ein echtes Pferd. Vor allem die Kinder sind von der lebensgroßen Figur fasziniert. Und Joey ist fasziniert von der Hauptstadt. Schon jetzt schnuppert er begeistert Berliner Luft, bevor er ab kommendem Herbst hierher zieht. Ich denke, es gefällt ihm. Er war noch nie zuvor hier. Joey freut sich schon darauf, nächstes Jahr hierher zu kommen. Es ist toll hier. Auch der Geschäftsführer der Stage Entertainment, Johannes Mock O'Hara, freut sich, dass Joey bald für länger nach Berlin kommt. Es ist ein sehr stolzer Moment, muss ich ehrlich sagen, weil diese Ikone der Theaterwelt hier nach Berlin zu holen und jetzt zu sehen, dass Joey hier in Berlin ist, das ist toll. Also es war für uns von vornherein klar, wenn wir Warhorse nach Deutschland bringen, dann nur nach Berlin und dann auch eigentlich nur ins Theater des Westens. Weil das Stage-Theater des Westens ist das einzige Theater unserer gesamten Firmengruppe, was den Ersten Weltkrieg erlebt hat. Die gesamte Aura des Hauses strahlt das aus, es passt in diese Zeit hinein und da passt Warhorse einfach perfekt. Perfekt gewählt auch der Ort des ersten Presseauftritts, das Deutsche Historische Museum. Einen Vorgeschmack auf das, was kommt, hat Joey hier schon gegeben. Ich habe schon viele Sachen gesehen und muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich außergewöhnlich. Ich habe mir vorher nicht vorstellen können, wie gut ein Pferd nachgespielt werden kann. Wir haben Selbstpferde. Wahnsinn. Toll. Wenn Joey reinkommt, wenn Joey den Raum einnimmt, da schlägt das Herz höher, ganz klar. Ich freue mich total drauf, wenn er dann hier wirklich in Berlin ist. Oktober 2013. So lange warten. Wir freuen uns drauf. Sehr. Ein gelungener Einstand in Berlin. Yeah!